und auf ein mega geiles Level. Ich erinnere mich an dieses Level ist wirklich geil. Also richtig, richtig geil. Und ich zitiere an der Stelle mal Xena mit ihrem berühmten Satz: Katapulte, ich hasse Katapulte. Ein bisschen femininer. Wobei ich mir bei ihr auch nicht ganz sicher bin, wer so mit seiner Lanze umgehen kann. Egal. Egal. Was für eine Lanze, what the fuck. Okay. Ich hasse übrigens Bogenschützen. Die Bogenschützen sind ziemliche Drecksäcke. Vor allem, wie sie hier aussehen. Weißt du, wie so richtige Bogenschützen, die da rumhocken und... Nee, ich sitze da im Sicheren, während ihr euer Leben riskiert und bekämpft die von hier hinten. Ja, so ein Typ ist das. Das ist echt assi. Okay. Wo seid ihr? Da. Hallo. Tschüss. Wo bist du? Wo sind die denn hin? Hallo? Hey. Ich finde die nicht. Ah! Tschüss. Wo sind denn die ganzen Bogen? Hier oben aber. Hä? Bin ich behindert? Ah, da oben, ha? Oh. Du halt schon Schnauzen. Okay, ich gehe erstmal da hoch und hol mir einen Trank. Wir haben schon ordentlich Leben verloren. Das ist gar nicht mehr so gut. Sorry. Und dann, eigentlich sollten wir die Bogenschützen nicht egal sein. Aber ich finde sie tatsächlich gerade nicht. Das ist ein bisschen komisch. Ja, ja. Okay. Wo seid ihr? Da war ja die ganze Zeit da. Oder wurde er mich angezeigt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Eine... Nee, Jump-Run-Passage ist es nicht. Einfach eine Bergpassage. Keine Ahnung, wann die ist. Aber muss uns nicht kümmern. Also doch, muss es. Aber... Ist egal, okay? Ich erinnere mich, hier war ein Mensch. Den konnte man... Ich weiß nicht warum, aber der war irgendwie immer mega special. Oder nee, da kommt so eine Horde an Menschen gleich, glaube ich. Und man konnte sich immer da verstecken. Und die konnten nicht runterkommen, weil die zu scheiße waren. Das war witzig. Ja, ja. Oder hier war irgendwas. Ich glaube, hier wurde ich manchmal runtergeschlagen bei dieser Klippe. Okay. Hier bekommen wir ein bisschen was über komische Menschen. Wir hauen einfach mal ab. Ich habe jetzt... Ach so, ja. Genau. Der stärkste Krieger. Den können wir leider nicht so bekämpfen. Ja? Oh. I wanna die. Ich kann dir helfen, mein Freund. Ich kann dir wirklich helfen. Ja, ja. So. Okay, wir haben hier einen Kollegen, welcher nicht allzu gut gesund ist. Welcher vielleicht ein bisschen bösartig ist. Ne, bösartig würde ich auch nicht sagen. Ja, er ist ein bisschen stark, kann man sagen. Ja, er ist vielleicht ein Gott oder sowas. Aber so ein fucking Zyklop ist auch ein Gott, wenn du normalerweise keine Chance hättest. Aber du hast halt Tricks. Und jeder Gott hat seine Schwächen, eigentlich nicht. Was laber ich? Menschen haben Schwächen. Ob das ein Mensch ist, weiß ich jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall ist es nicht gut. Was zur Hölle. Alter, Leute, benutzt niemals Steroide, ja? Ich werde zu so einem Dude. Was laber ich? Okay, das Ding ist, der Dude hat eine Schwäche. Wie gesagt, aber das ist nicht so eine Schwäche. Na, ich habe Probleme mit den Beinen oder sowas. Das ist eine eine Schwäche, die man wirklich nicht von ihm erwartet. Wir müssen erstmal ein paar Leute hier ausschalten, welche sich da oben befinden. Und dann, vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, ist da ein Bienenstock. Hey, hey, ich habe ihn getroffen. Das hat mich gejuckt. So, ah! Frag mich übrigens nicht, wie sie das steuern kann. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es Magie oder so. So, in seine Fresse. Jetzt schießt hier niemand, ja? Okay, ihr seht die Bienen dort. Diese Bienen sind bösartig und können auch umbringen. Aber manche Männchen haben auch manche Männchen haben auch Angst vor ihnen. Dazu gehört tatsächlich dieser starke Krieger. Und das machen wir uns zum Mittel, um ihn wegzubekommen. Und jetzt müssen wir rennen, verdammt. Deshalb ist dieses Level verdammt stressig. Und die Kamera auch. So, okay. Wir laufen mit unseren Bienenfreunden. Beehive, that way. Mit unseren Bienenfreunden zu dem Dude hier. Der schon eine Boss-Anzeige bekommt. So, tschüss. Verpiss dich, bitte. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Das war das Level? Ah, okay. 17 Gegner ausgeschaltet. 5 Minuten. Die Level werden immer kürzer, Leute. Ich spiele mich halt ein. Ja, so ist es. So ist es. Okay. Jetzt kommt ein wirklich geiles Level. Ich habe gedacht, dass das Level hier mit dem hier zusammenhängt. Also das finde ich natürlich auch eine tolle Idee. Also die Spiele waren damals tatsächlich kreativer. Tatsächlich kreativer. Du brauchst jetzt ein Konzept. Dark Souls, glaube ich, brauchst du auch. Ey, ist egal. Denn dieses Level ist ziemlich super. Verdammt super. Und er sieht mich einfach nicht. Jetzt schon. Diese Scheibe ist schon eine coole Sache. Oh, ein Power-Up. Für die Leute, die nach hinten schauen. Bridge out. Na, ich glaube nicht. Okay, ich habe Schiss, hier runterzufahren. Wo sind wir überhaupt? Über einem Fluss, glaube ich, ne? Auf jeden Fall über was Unangenehmes. Ein Fluss ist unangenehm, ja, ja. So, okay. Wir müssen einen Weg finden, um das Castle auszuschalten. Das machen wir auch. Um da reinzukommen. Das machen wir eher. Na, no Spoiler. Ich würde mich gerne nochmal drehen. Ha! So, aus Prinzip. La 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 la. Verreck in der Hölle. Tschüss. Schön, dieser Schrei. Ich würde sagen, sympathisch. Okay, sympathisch vielleicht nicht. Egal. Oh, schau mal, wir haben sogar Schatten in dem Spiel. Das ist krass. Obwohl wir eigentlich in dem Schatten schon sein sollten. Aber ist egal, das ist eine Flamme. So, sind wir schon angekommen, wo ich dachte? Ja, sind wir. Schaut mal an. Wir haben hier ein paar Zelte. Und jetzt des Let's Plays wegen. Diesen Spruch habe ich vorhin schon angesprochen. Catapults, I hate Catapults. Wir haben uns richtig gut hingestellt. Da wollte ich nämlich eigentlich hin. Also ich habe nicht geplant, dass das jetzt schon passiert. Aber auf jeden Fall hätte das noch passieren müssen. Also hätte es nicht müssen. Aber doch, hätte es eigentlich müssen. Okay, wir sollen jetzt abhauen. Das Katapult schießt auf uns. Das kann unangenehm werden. So, diese Gegner werden auch manchmal echt unangenehm. Und ich möchte dieses Zelt hier looten. Ja, das bekommen wir auch hin. So, kommt ein Gegner. Blapp. Hinter einer Phrasen, yo. Und weg. Vielleicht sollte ich besser das hier anwenden. Das ist schon ziemlich super und verdammt elegant. Okay, tschüss. Nein! Ah, ich glaube, ich habe Schaden bekommen ein bisschen, oder? Nee, habe ich nicht. Ganz bestimmt nicht. La 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 la. Gib mir den Loot. Danke. Ich glaube, die Tränke werde ich noch brauchen. Weil der Gegner hier ist echt... Jetzt habe ich wirklich Schaden bekommen. Der Bossgegner hier ist wirklich nicht leicht. Also nicht so leicht wie die vorherigen. Wobei die vorherigen hatte ich auch schwerer in Erinnerung. Ja, ja. Okay. Oh, wir geben unseren... Ah, die Hand von Zeus. Wir geben den Gegnern den Schock ihres Lebens. Ihres, ja, nicht mal allzu langen Lebens. Weghebt. Aua! Voll auf mich. Hat mich aber nicht gejuckt, ja? Weil ich bin krass. Ein fucking Xena. Okay, tschüss. Nein, geh doch weg! Habt ihr das gesehen? Das war buggy. Aber ist okay. Ich bin jemand, der meckert. Tschüss. Immer, das ist Springen, nicht buggy. Tschüss. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den Trank einsetzt. Obwohl, ne, der geht von alleine. Weg. Weg. Jetzt in das Ding reinspringen. So, wir holen uns die Power-Ups. Das Rennen sollte ich vielleicht etwas verwenden. Und jetzt sollte hier kein Sau mehr sein. Okay, scheiß auf die restlichen Zelte. Mehr als das, was wir bisher gesehen haben, ist da eh nicht. Und jetzt begeben wir uns hier rein. Ah, es ist kein Beruf, es ist ein Abenteuer. Ach, das ist das Army Recruiting Office. Warum habe ich mir sowas damals nicht durchgelesen? Das ist mal ein bisschen traurig. So, das Schöne hier ist, die Leute können mich nicht mit dem Katapult erreichen. Und wir haben hier verdammt viel Loot. Und einen Checkpoint. Das ist ziemlich super. Aber der eigentliche Grund, warum ich mich hier befinde, ist, dass wir von hier aus ziemlich super... Nee, eigentlich gar nicht super. Ich habe das immer von hier aus gemacht, aber eigentlich war das gar nicht nötig. Egal, ich mache es so, wie ich es damals gemacht habe. Wir müssen... Habt ihr das gesehen? Der Baum ist echt krass. Wir müssen von hier aus diese Dinger hier beschädigen. Also nicht die Brücke, sondern das, was die Brücke dort am Schloss hält, an der Burg hält. Aber eigentlich, so dumm ist es gar nicht von ihr aus. Hier kann mich niemand angreifen, das ist halt mega. Ja, ja. Eigene Taktiken damit ausgedüftet. Aber ich glaube, so war das gar nicht. Ich meine, das liegt ja nicht mal ein bisschen. Habe ich es getroffen? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder muss ich mehrere treffen noch? Möglich, möglich. Ja, wo bin ich? Verdammt. Ich glaube, ich habe es noch nicht getroffen. Sah es aus. La 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 la. Ja, ich hab's noch nicht getroffen. Okay. Ja, das hat schon damals manchmal ein bisschen gedauert. Aber jetzt werde ich es hinbekommen. Ha! Und da fällt die Brücke. Und das meine ich mit geilem Level. Sowas. Boah, wäre ich jetzt verreckt, ne? Wäre ich jetzt verreckt. Ich muss sagen, so eine Scheibe ist schon cooler als ein Boomerang. Tschüss. Ich hau ab. Ah, ne, sind schneller als ich, ne? Irgendwie, ja, ein bisschen. Ja, ja. Okay, weg hier. Ah. Hey, das hat ihn viel. Okay, diese Katapulter sind echt ein bisschen useless. Brauchst du gar nicht hassen, Xena. Mann, jetzt muss ich die nochmal zehnmal bekämpfen. Das hier aber auch immer wieder respawnen. Das ist ein bisschen wack. Ha, ich hab gar keinen Schaden bekommen, das ist schön. So. Ich glaube aber, mein Leben sollte von dem Boss neu generiert werden. So, da wird uns nämlich erwarten. Ja. Valarians Castle. Sehr schönes Level. Hatte ich länger in Erinnerung. Damals hat man halt länger gebraucht. Liegt am Xbox-Controller, ja. Ne, mittlerweile hat man halt mehr Skill, ja. So sieht es nämlich aus. Oh, es ist dunkel geworden draußen. Verrückt. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Das ist alles sehr relevant gerade. 17 Uhr und das ist stockdunkel. So habe ich den Winter doch gerne.